Hallöchen Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Adventskalender-Türchen. Mensch, immer am Anfang verlabere ich mich. Schrecklich hier. Wir spielen heute eine Runde Metro 2033. Ich habe gedacht, ich teste das Spiel einfach mal an. Im Rahmen von THQ gab es so eine kleine Aktion, dass man einen Steam Key davon umsonst bekommen hat. Wenn die Aktion noch läuft, dann werde ich euch selbstverständlich einen Link in die Beschreibung reintun. Dann musst ihr einfach in Facebook eine Seite liken. Dann ging das da los. Ja, wir starten mal das Spiel. Leider geht der Start irgendwie nur mit dem Controller. Ich war natürlich gerade schon drin, um die Grafikeinstellungen so anzupassen. Ich hoffe, das passt jetzt, dass es nicht leckt. Also ich finde hier die Menüführung auf jeden Fall schon mal geil. Das haben sie geil hingekriegt. Wir werden jetzt natürlich ein neues Spiel starten und ich denke mal, ich teste das einfach mal so eine halbe Stunde an. Ich werde es wahrscheinlich in zwei Parts machen. So, wir machen mal auf Normal und beginnen den Prolog. The tunnel grew colder. Millie and I were close to the surface now. Soon, we'd climb up into the howling wind to fight our way through whatever nightmares were waiting there. My long journey was nearly at the end, but would I have the courage, the will to see it through? Also, um das mal kurz zu übersetzen, die sind in den Tunnel runtergegangen und wussten nicht, was für Albträume sie da erwarten wird, aber es wird nicht so schön sein, um das mal sinngemäß zu übersetzen. Und wir starten irgendwo in der Ukraine, ist das, glaube ich. Ich bin mir gar nicht so sicher. Ich habe mich jetzt gar nicht über die Story informiert. Ich hoffe, die Tastatursteuerung Hey, passt auch. Artyom, when you left Ah, your home okay. station, do you ever think we'll end up in a place like this? Not knowing whether we were about to save our world or send it straight to hell. Ich hoffe, ihr versteht Englisch. Okay, das ist ja sehr zuverlässig hier. Meine lieben Leute. We'll have to get through the military outpost to reach the surface, Artyom. Tich, 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 tich. Something's moving in the next room. Okay. Open the gate, I'll cover. Geht klar. So, was müssen wir denn jetzt hier machen? Wir können. Ah, okay. X. Also ich werde mir das Gamepad mal so hinlegen. Ich weiß gar nicht. Open the door, I'll cover you. Ja, wie denn jetzt mit der Tastatur? Ich weiß gar nicht, wie das mit der Tastatur geht. Ist ein bisschen blöd, dass ihr hier die Steuerung wirklich. Ah, okay. Open the door. I'll cover you. Ja. So, X. Okay. Ich weiß jetzt nicht, wie das mit Tastatur geht. Shit is always breaking down in here. Use the auxiliary hand system to open the gate. Ah, okay. Verstehe. So, es tut mir leid, ich muss jetzt mal ganz kurz in die Options gehen. Ich habe keine Ahnung, wie die Tastatursteuerung ist. Movement, so. Wo ist denn hier Crouch? Crouch werde ich mir mal auf C hier machen. Jump ist klar auf Leer. Sprint ist auch klar. Toggle Crouch, okay, geht klar. So, ich würde sagen, wir nutzen sonst halt die Gamepad-Steuerung, wenn es nicht anders geht. Take Ammo and drop it. Okay. Ammo. Mit X, okay. Haben wir denn Ammo? So, jetzt. Wir nehmen einfach mal alles auf. Follow me. Jetzt werde ich hier auf Steam angeschrieben, ist ja schön. So, wir müssen jetzt mal die Waffe hier aufnehmen, okay. Ich weiß gar nicht. Ah, auf 2 können wir also wechseln. So, ich nehme jetzt mal die Waffe auf. Ah, wir können also 4 Waffen aufnehmen. Okay, so schießen wir also. Hä? Warte mal. Ich blick's gerade nicht. Wir können ein Messer, eine Pistole und eine Primärwaffe aufnehmen, oder? Ich glaube schon. Na gut. Okay. Up we go. RS to use the headlight. Was ist denn RS? Da. Ah. Seems like nobody's home. Ne, keiner zu Hause, mein Lieber. Many places, especially on the surface, require a gas mask. Also, viele Plätze brauchen eine Gasmaske. Also, man braucht bei vielen Plätzen eine Gasmaske. If you start to choke, press down to put on the mask. Also, falls man anfängt zu husten, soll man die Maske anmachen.
To take off the mask, hold F, hold Dingens da. To see how long your filters will last, press LB, okay, also hinten, links unten. To look at your watch. Geht klar. Oh, so, A to continue. Room is there. So, LB. Okay. Alter, scheiße, was ist das für ein Viech? Meine Güte. Da erwarten uns ja mal die liebsten Wunder auf Erden. So, schön nachladen. Wow. Wow, 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 wow. Alter, so einen Hund möchte ich mir nicht kaufen. Also wenn du mal im Tierheim bist und so einen Hund kaufst, dann ist echt scheiße. Hast du irgendwas verschissen mit dem Tierheimbesitzer? Wir haben kaum noch Muni. Okay, pullen wir mal together. X, ne? Perfekt, super. Haben wir gut geschafft. Ach du liebe Scheiße. Die Atomschlange hat eingebracht. Die Atombombe hat eingeschlagen, meine ich natürlich. Eigentlich wollte ich das gar nicht. Ja. Okay, wir sollen sprinten. Das geht bei mir mit Umschalt auf der Tastatur. Ich will irgendwie nicht mit Gamepad spielen. Ich kann Ego-Shooter mit Gamepad nicht ertragen. Oh, geiler Buggy hier. Hey, nimmst du uns mit? Hallo? Okay. Was ist jetzt? Soll ich da irgendwie rein oder soll ich hier irgendwie... Ah, okay. Glad to see you, Colonel. Schön, dich zu sehen, Colonel. Did you hear that? Hast du das gehört? Listen. What the hell is it? Was zur Hölle ist das? Keine Ahnung, was er gemeint hat. Auf jeden Fall scheint hier gleich richtig abzugehen. Da. Okay, das sind irgendwelche Hunde. Ich würde sagen, wir ballern nicht drauf. Die umkreisen uns. Ach du Scheiße, sehen die Kacke aus. Okay, wir sollten echt angreifen. Ich habe irgendein... Scheiße, ich habe keine Muni mehr. Okay, ich wechsle mal kurz auf meine Pistole. Okay, da ist die... Die ist wirklich noch im Nahkampf gut, glaube ich. Alter Schwede. Ich habe da auch keine Muni mehr. Was soll denn der Scheiß? Okay, die Waffe habe ich auch keine Muni. Okay, da wechseln wir auf das Messer. Ach du liebe Scheiße, ey. Boah, wir sind richtige Fighter hier. Genial. Ach du Kacke, Fledermäuse. Geht's jetzt ums Wegrennen oder wie sieht's aus? Ach du liebe Scheiße. Das sind nicht nur Fledermäuse, das sind... Megamäuse. Acht Tage früher. Life was never easy in the tunnels, but it was our home. There was comfort in his routines, in seeing the same people day after day. But since the mutant attacks had escalated, fear ruled the station. I had just turned 20, and could never have imagined what would follow on the morning that my stepfather's friend Hunter arrived at the barricade. Das Leben war nicht einfach in den Tunneln, aber es war unser Zuhause. Es war nicht sehr komfortabel, aber es wurde zur Routine, immer wieder die gleichen Leute zu sehen. Im Tag oder so. Aber seitdem die Mutantenattacken
eskaliert sind, hat nur noch Angst, die Station regiert oder sowas. Ich wurde 20 und ich konnte mir nicht vorstellen, was am nächsten Morgen folgen wird. Dass mein Stiefvaters Freund Hunter in den Barrikaden hinkam. Also er konnte sich nicht vorstellen, dass am nächsten Morgen der Freund vom Stiefvater Hunter, so heißt der Freund, in den Barrikaden angekommen ist. Genau, so wollte ich das nämlich sagen. So, jetzt drücken wir auf A. Ich werde versuchen, das zu übersetzen. Ich glaube, man kann hier nicht auf Deutsch stellen. Nein, ich will die Scene nicht skippen. Russland. Artem, you wake at last, I see. Hunter's on his way in. He should have news from the other stations. Come on. Okay, wir können also alles mitnehmen und erforschen irgendwie. Drück mal X. Keine Ahnung. Ah, das Licht anmachen. Ach so, weil das so auf die Gabel gezeigt hat. Ne, das ist das Licht da. Okay, coole Sache. Artem. Also ich muss ja sagen, es ist ja quasi ein kostenloses Spiel und dafür ist die Grafik eigentlich recht gut gelungen. Also es hat natürlich mal Geld gekostet, aber jetzt kostet es ja nichts mehr und die Grafik ist eigentlich recht nice. Ja, die werden uns alle umbringen. Ich überlege mir gerade, falls euch das Spiel gefällt, können wir das auch als Let's Play starten. Gar kein Problem, schreibt es einfach in die Kommentare. Sergei, wo bist du? Hä? No, situation is not under control. Alexei is dead, my lieber. Scheiße. No, I didn't see Alexei. My brother is in the hospital. The hospital is burnt. Ja, jetzt ist aber mal gut mit den Scherzen hier. Wir sind hier in einer ernsten Situation. How are the wounded? Not much improvement. Two died this morning. The dark ones do not kill outright, but they damage a victim's mind. Scheiße, der sieht nicht sehr gesund aus. Also die Situation hier unten ist sehr, sehr miserabel. Sehr, sehr miserabel. It's Hunter. Milton's don't knock first. Open the damn gate. Moinsen Hunter. Welcome to Exhibition Hunter. Thanks. Now close your gate. It's been a long time, Hunter. Good to see you, Alex. Hello, Artyom. Hello. So, Hunter, what's happening in the outside world these days? Not much. Most of what I hear is about the exhibition and the undead infesting your tunnels. Artyom, I met a trader selling old postcards of New York City. I thought of your wall. These are not the usual mutant creatures. This is something else. Something much worse. Dark ones. Well, whatever in hell they are, my order has a motto. If it's hostile, you kill it. Intruder alarm in the main vent shaft. They're coming in from above. Shit. Just what we needed. There are wounded here just behind the wall. The hall. Kirill, take your group to the tunnels. Alex, we must stay here and defend the hall. Alright, Artyom, quickly get the weapon. Okay.
Wir nehmen uns also mal eine Waffe. Ach toll, eine Pistole, ist ja klasse. So, wir nehmen das andere Zeug auch noch auf. To switch between different weapon types, press left and right. You always have a knife. Use it if you are out of ammo. Okay, geht klar. Wir nehmen aber jetzt noch kurz die Muni auf. Mit E können wir das machen. Okay, geht klar. Damn, they never come this far into the station. It's the hospital. They smell the blood. Oh ja, das tun sie. Bist du einer von ihnen? Nein. Wir müssen also nur diese Halle verteidigen. Also, hier fragt mich gerade jemand, ob sich das Spiel bockt. Und ich muss sagen, ja, es macht Spaß. Wo kommt denn das Zombie-Dingens? Okay, die sind alle tot. Wir haben nur noch 6 Schuss auf dem Magnum. Ich nenne sie jetzt mal Magnum, weil sie so aussieht wie eine Magnum. Okay, der ist tot. Wir müssen nur aufpassen, dass wir nicht als nächster der Reihe sind. So, der hat sich jetzt auch verabschiedet, glaube ich. Okay. Ach du liebe Scheiße, was ist denn das für ein Ding? Meine Güte. Alter Schwede, da kommst du aber angegast hier. Na, wo ist denn A? Da kommen schon die Nächsten. Okay, jetzt haben wir keine Muni mehr. Das heißt, wir müssen uns mit dem Messer durchkämpfen. Ist ja klasse. Ah, Alter. Alter, ich will aus diesem Waffenmenü raus. Ich will aus diesem... Im Nahkampf gegen die Dinger, ich glaube, da haben die einen kleinen Vorteil. Alter Schwede. Wir dürfen hier niemanden verlieren. Wir müssen gemeinsam gegen die Dinger kämpfen. Ein Mensch weniger heißt 10 Kreaturen mehr. Artyom, are you alright? Yeah, I'm alright, man. Of course. Did I shot this one? Okay, wir haben es geschafft. No dark ones here. Just the usual tunnel trash. Even when you don't see them, the dark ones are there. Fear. That's their weapon. That's what made the Nosolises run through the tunnels like rats. Angst ist ihre Waffe. Simple mutants. They're Homo Novus, the next step in evolution. You've heard about survival of the fittest? Guess what? We lost. What's happened to you, Alex? You can go like lambs to the slaughter. I'll hang on to whatever life I got with teeth and claws. And I'll take more than a few of your Homo Novus with me to hell. You think you're some old movie cowboy? Have a look, Hunter. 10 soldiers trained in combat. Body's broken, their mind's gone. The Dark Ones, they destroyed the outer guard post. Also die Monster haben irgendwas zerstört. Das heißt, schnell hinrennen und selber von den Monstern zerstört werden. Ist ja logisch, ne? Okay, ich muss wirklich sagen, die Story ist bis jetzt, obwohl sie nicht weit fortgeschritten ist, schon ganz schön packend. Also, das ist wirklich geil. Das Spiel fand sich bis jetzt richtig. Ist euch das ein Let's Play wert? Schreibt's in die Comments. The devil knows what's happening out there, beyond your perimeter. I must go recon the situation. Listen carefully, Atium. Er muss die Situation überprüfen. You must get to police station and find a man named Miller. Tell him what's happened to me. Stirring in the northern tunnels. Show this to Miller, so he knows I've sent you. I trust everything to you, Artyom. Don't let me down. Nein, ich werde dich nicht enttäuschen, mein Lieber. If we are to survive, this threat must be eliminated, no matter the cost. Eliminated. Understand? Okay. Wir werden alle zerstören, alle töten. Also alle Monster. Versteht sich. Chapter 1. Hunter did not return. It wouldn't be easy to find an excuse to leave the station and travel to Polis, but I had given my word.
I learned that the caravan was heading to Riga the next day and needed guards assigned on for the ride. Hunter ist nicht zurückgekehrt. Es wird nicht einfach sein, eine Ausrede zu finden, um die Station zu verlassen, um zur Hauptstadt zu reisen. Aber ich hab ihm mein Wort gegeben. Ich habe gelernt, dass der Karawan nach Riga zunächst in Alter, dass der Karawan am nächsten Tag nach Riva geht. Und die brauchen Beschützer, Guards, hier halt eine Guards auf Deutsch auch. Ich habe mich angemeldet für den, ja, für die Reise. Okay, ich würde sagen, dabei belassen wir es auch erstmal. Wir werden vielleicht fortfahren im Adventskalender, wenn ihr euch das wünscht. Oder wir werden das als Let's Play fortfahren. Mir macht das Spiel auf jeden Fall richtig Spaß. Ich hätte Bock drauf. Ich verabschiede mich von euch. Wir haben den Prolog gespielt. Wir sehen uns also in der nächsten Folge von einem Let's Play wieder. In der nächsten Folge vom Adventskalender, vielleicht im Metro 2033. Wer weiß, wer weiß. Ich freue mich auf jeden Fall, dass ihr zugeschaut habt. Bis dann. Tschüss.